Ja, passt ja wohl, ist perfekt. Herzlich willkommen zu Zuckos RealTV. Ich meine, was ist das heute? Teleshopping. Es ist mehr oder weniger ist es Teleshopping. Es ist eigentlich nichts anderes. Es geht darum, es ist bald Weihnachten und ja, von Zuckos RealTV. Nicht nur von Zuckos RealTV gibt es so leibende Sachen für Weihnachten. Und nachdem das aber immer ein bisschen einen Vorlauf hat mit dem Versand, haben wir gedacht, ich muss das jetzt ankündigen. Jetzt geht sie alles noch aus mit dem Versand. Ab dem 20. wird sie dann sehr, sehr schwer. Also wer was haben will, bitte gleich bestellen. Das eine ist einmal diese Kollektion, die Zuckos RealTV-Kollektion. Das wissen eh die meisten schon. Das ist auf www.fleischleibchen.com. Ich glaube, der Autofokus macht es eh richtig. Und auf www.fleischleibchen.com, na, da gibt es mittlerweile, ich glaube, wir haben 11 verschiedene T-Shirts, also 11 verschiedene Sujets, dann in verschiedenen Farben und Größen, sind sowieso ein Wahnsinn. Damenschnitt, Herrenschnitt, alles Wahnsinn. Dann haben wir natürlich auch im Winter ganz beliebt diese Hauberln. Wie gesagt, die Mutigen haben so ein Hauberl wie ich mit Bummel. Ja, und da gibt's, das ist echt ein Wahnsinn, das trage ich selber irrsinnig oft, weil es echt leibend ist, das kostet ein bisschen eine Lawine, das ist das Wetter. Das ist ein wahnsinnig dicker, leibender Stoff, aber wie gesagt, das glaube ich, das kostet relativ viel. Ich fürchte, das kostet dann 60 oder so, ganz genau weiß ich es jetzt nicht. Aber das ist mir klar, dass das für manche irgendwie, wenn sie denken, Alter, ein 60er hat einen Hieb, aber es ist einfach eine wahnsinnig gute Qualität. Ja. Und was jetzt neu ist, das sind diese beiden Sujets. Also das Bresal gerade noch fertig braucht, bis zum Adventanfang. Das eine ist eben die Faust. Und die Faust gibt es in verschiedenen Farben. Und ich meine, live ist herrlich, Ette Brennraum. Und die Faust, also ein stilisierter Kolben, der Unterarm ist das Bläuel und oben das Logo ist dann die Zündkerze natürlich, wo der Sprit entzündet wird. Jo, das da tät ich euch natürlich ans Herz legen, die Faust. Und dann gibt es noch den Oberhammer, auch brandneu, das Giancarlo Pinzetti Racing Team. Das macht mir eine wahnsinnige Freude, ist Giancarlo Pinzetti Racing Team. Und was ich bis jetzt so mitgekriegt habe, gibt es dort natürlich eine echte Nachfrage. Und ja, das gibt es allerdings nicht in Schwarz. Der Giancarlo ist eben grau und dunkles Grau ist das dunkelste, was es gibt an dem Leiberl. Aber bitte schaut nach auf www.fleischleibchen.com. Wir haben mittlerweile wirklich schon eine gigantische Auswahl. Also, naja, ich finde, ich mache das Teleshopping gar nicht so schlecht, das haut eh hin. Das ist ja Weltklasse, aber kein Genierer. Ja, und natürlich das Brennraumheferl für den Herrn von Welt und die Dame von Welt natürlich. Ja, das gibt es natürlich auch. So, und dann, was ich euch natürlich noch ans Herz legen will, sind so Bücher. Natürlich meine drei Bücher, zu denen komme ich dann zum Schluss. Aber es gibt ja auch das, ich habe es eh vorgestellt, Legenden des Motorradsports, der Christian Zwedorm von der Erde bis zum Mond im Ducom Verlag. Das ist wirklich ein sehr, sehr leibendes Buch, was der Bürgermeister von Dreissen selber geschrieben hat. Das könnt ihr euch eh auf meinem Kanal anschauen. Ich habe schon eine Besprechung gemacht von dem Buch. Ich finde es einfach großartig. Ich finde es super, dass es das gibt. Das würde ich euch auch ans Herz legen. Und das weiß ich allerdings nicht ganz genau, ob man das auf www.motorbox.at kriegt, beim Bestseller. Der hat auch noch für sich eine irrsinnige Auswahl an so Motorradbüchern. Oder ob man es direkt beim Verlag www.ducomverlag.at bestellen soll. Im Endeffekt, man wird es auch noch rechtzeitig vor Weihnachten kriegen. Also, Christian Zwedorn, eine echte Empfehlung, wahnsinnig leibender Typ, wahnsinnig viel erlebt, wahnsinnig viel gerissen und ein echt toll recherchiertes Buch. So,
Ich stelle mal da so her. Ich hoffe, es fällt mir dann nicht alles um. Das wäre dann ein bisschen peinlich bei Santilli Shopping, wenn da das Zeug alles umfällt. Aber ich glaube, das haut eh hin. Naja, das, ja, irgendwie spiegelt das jetzt. Nein, das geht eh, Guys. Es geht ja alles. Alles ist locker. Na, da ist Heferl. So machen wir das. Das, das muss schon ein bisschen arrangiert, muss ja alles sein. Das muss schon ein bisschen so wirken. So ein bisschen professionell, weil sonst ist ja das gleich noch nicht so zusammenfallen. Hauberl, brav sein. Naja, das ist, glaube ich, schon. Das ist recht gut. Nicht? Ja, und das da, das habe ich euch vorgestern vorgestellt mit Werner Jessner höchstpersönlich. Das Dakar-Buch ist natürlich ein Wahnsinn. Das ist wirklich ein Wahnsinn. 340 Seiten, unfassbare Schwarte, ganz, ganz tolle Bilder. Da ist die Geschichte der Dakar, 40 Jahre Dakar, nur von den Motorrädern aufgearbeitet. Natürlich Heinz Kienigartner, Stefan Peter Hansel, Stefan Bierer und ja, da kommen eigentlich alle zu Wort, die bei dieser Rallye von Anfang an was zu tun gehabt haben. Auch diese HPN-Partie, die die bayerischen Maschinen mehr oder weniger rennfertig gemacht hat, eine ganz tolle Partie. Wahnsinnig tolle Bilder, wahnsinnig leibend recherchiert und echt ein super Buch. Das Buch, das kostet allerdings 58 Euro. Also das ist kein Schnäppchen. Aber es ist absolut wert und was ich mitgekriegt habe bei dieser Live-Sendung, es haben eh etliche gleich bestellt, weil es einfach wirklich, es ist den Preis wert, muss man wirklich sagen. Ich glaube, der Zweedorn, was wird der Zweedorn kosten? Der ist so zwischen 20 und 30 Euro. Das weiß ich jetzt nicht ganz genau, aber der liegt ungefähr in der Reichweite von den drei Büchern, die ich euch jetzt noch gern vorstelle. Und da dieses Dakar-Buch, das glaube ich, das kriegst du tatsächlich überall im Buchhandel, zumindest kannst du das bestellen, überall. Aber das glaube ich, das ist also, ja, da ist einfach vom Verlag her, ist das so geregelt, dass das auch tatsächlich in die Buchhandlungen drinnen steht. Und wo du das auf alle Fälle auch kriegst, ist www.motorboxe.at beim Bestseller. Der hat sowieso, also wie gesagt, das ist die beste Adresse für alle Motorradbücher. So, und jetzt komme ich natürlich noch zu, wo stellen wir den jetzt hin? Na, ist ja wurscht, wir müssen ja nicht immer im Vordergrund sein, jawohl. Und jetzt komme ich noch zu meinen eigenen Büchern, das Zonko auf Munden, das kennt ihr eh. Wie gesagt, ich finde es irrsinnig leibend, auf das bin ich eigentlich am meisten stolz, weil es eine richtig abgedrehte Geschichte ist, die mir einfach ganz allein selber eingefallen ist. Das taugt mir wahnsinnig. Das gibt es um 15 Euro. Ja. Dann haben wir natürlich den Gustl Auinger. Das ist mein Bestseller. Also da geht es einfach rund. Das ist nach wie vor sehr stark gefragt, wo es einfach um diese Grand Prix-Zeit der 80er Jahre geht, wo der Gustl das einfach wahnsinnig lässig erzählt. Und ich habe das aufgeschrieben in einer Interviewform. Das ist also mein Bestseller. Das kostet 25 Euro. Ja. Und das neueste Werk, heuer, das ist natürlich der absolute Superwahnsinn. Furious Carl, King of Gibbs. Und Furious Carl, King of Gibbs, das, also, habe ich natürlich nur überschwängliches Feedback zu diesem Buch. Das ist einfach der nackte Wahnsinn. Und es ist unglaublich, dass ein Typ das alles überlebt hat und noch dazu ein Typ, der eigentlich ganz normal dahin geht heute. Also, der hat im Endeffekt 84 Verletzungen, die im Krankenhaus behandelt werden haben müssen, hat er beim Motorradfahren, ja, ich würde jetzt gar nicht sagen erlitten, sondern mehr oder weniger provoziert. Das ist so eine unglaubliche Wildsau. Und jetzt ist er halt als Mr. Erzberg, ist er wirklich bekannt, aber in Wirklichkeit war er immer Furious Carl, the King of Gibbs. Und dieses Buch, das gibt es um 20 Euro, das kann ich euch auch wirklich ans Herz legen. Und meine Bücher bestellt man aber am besten auf zonko63@gmx.at, weil die verschicke ich selber. Da kann man auch dann eine Widmung, schreibe ich irrsinnig gerne eine Unterschrift sowieso, wenn man eine spezielle Widmung haben will. Das geht auch. Allerdings, wenn es als Weihnachtsgeschenk gedacht ist, na, dann muss man relativ flott sein. Das sollte man dann in den nächsten Tagen irgendwie, also auf zonko63@gmx.at bestellen und nicht vergessen, dass man die Adresse dazu schreibt, weil sonst hat der Postler keine Ahnung, wo er das hinliefern soll. So, Freunde,
Ich glaube, das war jetzt eh ein wirklich tolles Teleshopping. Ich hoffe, das war in Ordnung. Und dass ich mich wahnsinnig freue, wenn ihr sowas kauft, ist eh klar. Und das ist wahrscheinlich jetzt gar nicht so sehr wegen der Marie, weil ich bin natürlich beteiligt, aber es ist einfach, das erfüllt mich mit einer Freude und einem Stolz, wenn ich euch dann sehe, irgendwo auf der Messe und ihr habt so ein Leiberl an, beziehungsweise wenn ich ein Feedback zu diesen Büchern kriege, das taugt mir auch ohne Ende. Das, gut, das könnt ihr euch vorstellen, dass das sehr, sehr leibend ist. Und wie gesagt, man braucht ja für Weihnachten meistens sehr viele Geschenke und vielleicht ist ja da jetzt was dabei, wo ihr sagt, das ist ganz Weltklasse, das finde ich super, Gott sei Dank hat er mir das gesagt so. Und jetzt halte ich euch aber nicht weiter auf, bedanke mich ganz, ganz herzlich für die Aufmerksamkeit, ja, und wie gesagt, vielleicht bringt ja das Christkind was aus Zonkos Welt. Ciao, Papa, grüß euch, ciao, danke.